Ja, hamha! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hamtaro Ham Herzmess. Ich wollte noch mal ein bisschen meinen Tanz bearbeiten. Weil ich, jetzt direkt noch die anderen Klassen machen wollte. Ich glaube, ich mache jetzt hier Hula Hula direkt am Anfang. Hula Hula, wo war es denn? Da. Und dann mache ich hier eher was Kleines. Ja, hier so Kuchi. Oder, nee. Doch, was etwas Längeres. Ja, gute Frage, was ich hier mache. Nee, ich glaube, das mache ich in die Mitte. Oh, das ist gut. Moment. Da mache ich hier auch wieder Hula Hula. So. Nee, hier mache ich Hula Hula. Hier mache ich, also Moment, was denn das? Könnte man sogar, glaube ich, noch was dazwischen machen. Moment. Okay, da brauche ich noch was Kürzeres. Ich einfach nur so... Ja, sowas ist gut. Ja, das gefällt mir schon. Aber hier mache ich jetzt doch wieder was anderes. Was nehme ich denn da? Weg, weg. Nee. Herum. Oh ja, das ist gut. Ja, hier mache ich dann natürlich wieder, hier mache ich auch nochmal Wirbli. Und hier mache ich, glaube ich, was anderes. Ich hatte am Anfang so ein schönes Wort. Nee. Ja, es gefällt mir. So, jetzt mal gucken. Ja, ich glaube, hier an der Stelle mache ich auch nochmal sowas Kurzes eher. Zum Schluss so ein Baikyu wäre auch schön. Oder so ein Dankyu. Ja, ja, das. Ja, das wäre auch schön. Oder hier dann noch so ein schnelles Spike-Q. So zum Schluss. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja. Gucken wir mal. Ja, den Tanz speichern. Ja. So. Ach ja, es läuft gerade Hamtaro. Nicht Hamtaro. Conan. Ach, jetzt habe ich schon zu Conan Hamtaro. Das ist ja auch geil. Ah, naja. Ja, wir wollen teilnehmen. Hallo.
Ja, bla bla bla. Ja, wir wollen teilnehmen. So, okay. Ja, sie ist am schwierigsten. Sie ist am schwierigsten. Toll. Ich weiß, dass sie sehr schwer ist. Hammer. So, schwingt das Tanzbein. Wow. Ich hab Schluck auf. Super. Mal gucken, ob ich mit meinem Hula wieder weiterkomme. Wieder es schaffe. Fragen wir unsere Jury wieder. Eure Koordination ist außergewöhnlich. Dennoch fehlt etwas. Es fehlt etwas. Super. Das Problem ist dann immer, es fehlt etwas. Aber was fehlt? Schwingt das Tanzbein. Sehr schön getanzt. Fragen wir unsere Jury. Nein, etwas fehlt noch. Ihr braucht neue Tanzschritte. Neue Tanzschritte. Dürfte ich wählen, wählte ich Paar Nummer 1. Da aber kein Gesang dabei war, kein Sieger. Gesang? Niemand. Toll. Es fehlt etwas. Irgendwie Gesang. Gesang. Oh, Moment. Ah. Ups. Im Hintergrund lief noch, Con. Entschuldigung. Alter, ich weiß nicht, wo kriege ich Gesang denn her? Mann, oh. Bestimmt, dass das dann hier irgendwie bei L dann so ein Lalalalala. Moment, hat die das nicht schon? Ach, ich habe keine Ahnung. Egal. Wenn ich das nicht herausbekomme, gib mir ruhig Tipps, Leute. Ich habe nämlich gerade echt keinen Plan, was, wie, wo ich was, wie, wo herbekomme. Hammer. Muss schön sein. Ja, ja. Jojo. Naja. Hier kriege ich wohl nichts. Gehen wir mal weiter. Alter, lass mich durch. Ach, die beiden sind. Die beiden sind echt glücklich. Süß. Naja, gehen wir mal in Hotel Graus. Welches da ja hier für den Schlüssel das? Wo war das da eigentlich nochmal? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube hier, ne? Ja, hier bin ich richtig. Nee, hier brauche ich einen Mondschlüssel. Alter, wo kriege ich denn die ganzen Schlüssel her? Sagt es mir! Sagt es mir! Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich die ganzen Schlüssel herkriege. Ich will jetzt erstmal herausfinden, wo ich den scheiß Eisschlüssel, wofür ich den gebrauchen kann. Im Hampang glaube ich irgendwie nicht. Habe ich hier im Hampang überhaupt gefunden? Aha! Haha! Gefunden! Yes! Haha! Ich hab's! Ich bin gut! Bin ich gut oder bin ich gut? Hä? Bin ich gut oder was? Ich bin geil! Ich bin klasse! Ich bin awesome. Nennt mich
Awesome, Melanie. Awesome. Nee. Nennt mich awesome. Awesome. Ich bin awesome. Awesome. Ach ja, ich bin toll. Bin ich toll? Ja, ich bin toll. Ja, ich weiß nur gerade nicht, wie ich das letzte Paar da zusammenfinden lasse. Ich muss irgendwo den Schlüssel herbekommen. Nur die Frage ist, wo krieg ich's her? Wo krieg ich den Schlüssel her? Gute Frage, nächste Frage, ich habe keine Ahnung. Hief, hief. Nein! Steinchen! Steinchen ist schön! Gott, ey. Ich glaube, ich sollte nachher mal ein bisschen Rubli machen. Und die Schlüssel suche ich dann irgendwann anders. Ha. Ich meine, irgendwo müssen die doch sein. Wo sind die versteckt? Naja. Ja, toll. Hier wäre ein Ausgang gewesen. Super. Naja. Ja, gehen wir mal zum Clubhaus und machen ein bisschen Rubli. Ja, ja, du kommst zum Rubli. Ja, genau, ich komme zum Rubli, oder? Ja, ja. So, Hamha. Und dann rubbeln wir noch schön. Ja, ja, wollt ihr Rubli? Ja, wollen wir. Ja, los, 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 los. Alles klar, zeigt mir eure Steine. Also dann, poliert. Rubli! Er glänzt schon mehr. Yeah. Er glänzt noch mehr. Ach. Er glänzt noch viel, viel mehr. Hui. Ein Diamant! Yeah. Wie geil. Wir haben einen Diamanten gefunden. Ich glaube, die 5 Sterne können wir noch nicht machen, weil wir dafür den Lebensmeter noch ein bisschen höher kriegen müssen. Nur ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Was dann natürlich ein bisschen doof ist, weil wir ja das letzte Pärchen... Wir wissen, wo das letzte Pärchen sich befindet, aber wir wissen nicht, wie wir das rauskriegen sollen. Haha. Das ist dann ein bisschen doof. Noch ein Diamant, wie schön. Juhu, ein Edelstein. Wie toll. Ach, Gott, Rubli, ja. Also, wie gesagt, also wenn ihr wisst, wo die Schlüssel sind oder wie ich da hingekomme oder wie ich die restlichen Wörter finde oder wie ich den scheiß Wettbewerb gewinne, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das schaffen kann. Ansonsten hocke ich hier noch 100 Parts an dem Spiel. Oder doch länger. Hocke ich hier auf ewig dran. Weil ich nicht weiß, wo zur Hölle sind die Schlüssel? Schlüssel. Wo zur Hölle finde ich die Wörter? Wörter, Wörter. Wobei ich glaube, ich könnte mich alle Schlüssel von dieser Tusse da im Urwald kriegen. Naja. Da, 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 da. Da, 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 da. Langweilig. Gott. Kann das nicht schneller gehen, so im Alpha-Fahren? So ganz schnell. Rup, 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 rup. Vor allem sind alle überall nur Diamanten drin. What the fuck? Das ist langweilig. Nur dumme Diamanten. Oh, mal was anderes. Ein Dino-Fossil. Wie schön. Ach, ist das schön. Ist da auch direkt was drin? Nö. Und nochmal. Ach, und nochmal. Und noch einmal. Ach, ich glaube, ich lese gleich meinen Manga weiter hier, ey.
Wenn ihr wissen wollt, welcher Manga es ist, ist der heißt The End of the World. Ist ein sehr schöner, oh, mal was anderes. Ein, was war das, Smaragd? Ich glaube schon. The End of the World ist ein sehr schöner und spannender Manga, finde ich auch. Weil, what the fuck? Der Stein ist weg. Nein, WTF. Das kann doch nicht sein. Also echt mal. Schaut, ein Glasstein. Yay. Sieht ein bisschen aus wie Mayas Anhänger. Da ich gerade Maya erwähne. Ja, ja, The End of the World ist jetzt beiseite geschoben. Gehe ich später mal ein bisschen was so ab. Naja. Wo war ich gerade? Genau. Ein Petroid? Petroid? Habe ich richtig gelesen? Naja. Da ich gerade Maya erwähnt habe. Ich plane ein Phoenix Wright Let's Play. Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch das angucken? Ich würde dann auch hier zu Miles Edgeworth machen. Dem lieben Miles. Ja, ich würde dann dieses Miles Edgeworth Investigations machen. Leider dann natürlich auf Englisch, weil auf Deutsch gibt es das Spiel ja, glaube ich, nicht. Obwohl, ich glaube, es gibt einen deutschen Patch, naja. Egal. Also, was meint ihr? Würdet ihr es euch angucken? Ja, nein, vielleicht. Kennt ihr Phoenix Wright überhaupt? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, Phoenix Wright ist leider wirklich sehr unbekannt. Was ich sehr schade finde, da ich das Spiel liebe. Und ich finde auch nur sehr wenig Fans zu dem Spiel. Dabei ist das Spiel so toll. Also in meinem Freundeskreis kennt es echt kein Arsch. Kein Schwein kennt das. Ich meine, wo kriege ich denn mal Leute her, die das kennen? Ich will mich mit denen über Phoenix Wright unterhalten. Ich habe bisher nur eine Freundin, die das kennt. Und mit der schreibe ich auch ein RPG dazu. Also, es ist seltsam. Wieso kennt das keiner? Das ist sowas Tolles. Das ist doch auch so im Anime-Stil gehalten. Ah, ich glaube, den großen Stein können wir schon mal vergessen. Der, dann seht ihr jetzt gleich, wie das aussieht, wenn man den noch nicht ganz fertig grubbelt kriegt. Weil für den brauchen wir auf jeden Fall die 5. Stufe. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und tada, er ist Silber. Und jetzt kommen wir nicht weiter. Also der nächste Stein muss her. Und dieser Stein ist weg. What the fuck? Nein! Schon wieder, ey. Ist doch nicht wahr. Und durch das Rubbeln übersehe ich gerade, glaube ich, ein bisschen. Aber das ist mir egal. Naja, auf jeden Fall. Phoenix Wright. Ja, genau. Also, kennt ihr vielleicht auch welche, die es vielleicht sogar gespielt haben oder kennen? Kennt ihr Creepypastas? Themenwechsel, wie bekloppt. Ein Cube-Stein, wie cool. Übrigens habe ich mir ein neues Cosplay überlegt für die nächste Doyaku. Im August die Doyaku Extreme. Ich werde wahrscheinlich beide Tage da sein. Und ich gehe wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, als Deutsch. Land aus Italia. Ja, man glaubt es kaum, aber ich werde es tun. Und ich habe auch schon in Italien gefunden. Also eine Italien sogar. Ja, das wird dann sehr schön. Vor allem machen wir dann mehr so Second Player. Das heißt, der Charakter ist genau anders, wie er sein sollte. Also, das werden sehr schöne Bilder ergeben, glaube ich. Ja, ja. Wenn jemand noch Fotograf spielen möchte, also ich suche gerne noch einen Fotografen für mich, uns, whatever. Oh, eine Eiche. Perfekt, die können wir eine Nuss geben. Ja, ich suche nämlich echt einen Fotografen, weil sonst muss ich immer fotografieren, weil ich die Einzige bin, die eine Kamera dabei hat. What the f... Echt, das geht mir immer so auf den Piss. Es geht mir manchmal echt auf den Piss. Ich will, also, dass man auch mal. Ich will, dass man Fotos macht und dann muss ich doch, dann immer doch die ganze Zeit Fotos machen. Also. Das ist dann irgendwie. Ja. Deswegen suche ich jetzt schon jemanden, der für mich vielleicht mal hier den Fotografen spielt. Vielleicht soll ich meine Freundin fragen. Oder ich zwinge Nils einfach, dass er mal wieder mitkommt und die ganze Zeit Fotograf spielt. Wäre sehr schön und nett. Weil ich fände das einfach wirklich schöner.
wenn man mal so richtig schön Fotos macht. Ich engagiere mir auch einen Profi, so einen richtig professionellen Fotografen. Also, ey, yo, Junge, mach mal Fotos hier. Kommst du mit? Kann man wohl wirklich einen Fotografen beauftragen? Ob das wohl geht? Mal gucken. Ui, Kerne, wie viele denn? 10 Stück. Schön. Ach ja. Ich laber hier über irgendein Zeug. Apropos Phoenix Wright RPG. Ich habe ein Bild gesagt, ich muss das noch nachsehen. Ja, das mache ich nachher. Ein Topaz. Wie schön. Ach, den überspringe ich direkt. So. Rubli. Oh, wie lange habe ich nicht mehr Rubli gemacht? Ja, ist schön. Können wir mal endlich jene machen. Alter, ey. Ein Opal, genau. Ein Edelstein, juhu. Yay, yippie, juhu, ja, juhu, yay. Oh, eine Eichel. Nussle. Können wir die auch wieder geben? Ja. Alter. Ich habe wieder Stoff in einem Bein. Ich muss mir mal wieder die Beine rasieren. Ja, wo war ich eigentlich? Für die Zeit, End of the World. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Irgendwas wollte ich sagen. Ich hab's wieder vergessen. Na egal. Ja. Übrigens, Doyaku. Wer mich mal als Date-chan, also Data aus Naruto sehen möchte. Nein, ich will nicht. Nein. Ich will nicht, Ben. Ich will jetzt noch eben zu Ende machen. Der soll auf Facebook einfach mal unsere Seite besuchen. Hier ist die Otis Prime. Und ja. Such mal nach dem Namen Melody Song. Das bin ich. Ich habe so ein Anime-Bild und ihr als Titelbild. Ja, yeah, schon wieder sehen Sonnenblumenkerne. Wuhu! Wer ihr nicht kennt, die ist von Vocaloid. Google ist dein Freund. Nur mal so, by the way. Ja, Google ist dein Freund. Das hat mir auch eine Freundin beigebracht. Google ist dein Freund. Nee, ist es nicht. Ne? Manchmal nicht. Manchmal schon, manchmal nicht. I hate it when someone throws a switch on you. On the street. Wir haben zu viel Durarara geguckt. Ein Käsestein! Auch neu. Ach ja, die Käseteile waren auch, sahen sehr lecker aus. Muss ich sagen. Das ist vorerst alles. Willst du... Nee. So. Ihr habt 6 Diamanten, 1 Dino-Fossil, 2 Smaragde, 2 Glassteine, 1 Peridot, 1 Kirschstein, 1 Ammoniten, 2 Ammoniten, 1 Kristall, 1 Federstein, 1 Cubestein, 2 Rubine, 1 Topaz, 2 Opale, 1 Aquamarin, 1 Käsestein, 2 Eicheln und 20 Kerne. Juhu! Ihr habt noch 2 Steine übrig. Yay! Hier, bitteschön. Dankeschön! Bis bald! Wow, 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 wow. Wow, what was that? Schön. Also, dann. Das war's dann ja auch schon wieder. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, schaltet das nächste Mal wieder rein. Drückt auf Gefällt mir und abonniert unseren Kanal. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Hamdau Ham Ham Herzschmerz. Bis dann. Bye. Oh.